Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 1. Oktober bis zum 6. Oktober 2018. Am Montag setzt sich von Nordwesten her eine dichte Bewölkung in den Vordergrund. Örtlich kommt es zu leichten Schauern oder zu Nieselregen. Im Südosten hingegen zu teils ergiebigen Regen und örtlich zu leichten Überschwemmungen. Bis zur Tageswende um 0 Uhr klingen die Schauer ab und der Mond kommt zum Vorschein. In der Mitte des Landes können dann dichte Nebelfelder entstehen, die bis zu unter 50 Metern Sichtweite gehen können. Am Tag wird es 13 bis 16 Grad warm, im Süden unter dichten Wolken, im Regen nur 9 bis 12. In der Nacht zum Dienstag wird es in der Mitte des Landes frische 0 bis 4 Grad kalt. Örtlich kann in Bodennähe auch Bodenfrost entstehen, bis minus 3 Grad sind möglich. Am Dienstag zieht das nächste Regenband zu uns hinein. Nieselregen und teils Landregen im Norden und an den Küsten bei 9 bis 13 Grad. Im Rest des Landes bleibt es sonnig bis wolkig bei 12 bis 15 bis zum Abend und in der Nacht zieht das Regenband bis in den Süden des Landes weiter. Dabei wird es teils stürmisch mit Böen bis 60 Stundenkilometer. Ab Mittwoch wird es im Süden und in der Mitte bis Ostdeutschland sehr nass. Sonst kann es gelegentlich schauern. Bei wolkigem Himmel werden 13 bis 15 Grad erreicht. Am Unter- und Oberrhein sogar 17 Grad. In Sachsen dafür unter dem Einfluss von dichten Wolken nur 8 bis 13. Von der Ems bis zum Erzgebirge sind teils schwere Sturmböen zwischen 50 und 70 Stundenkilometer, im Bergland bis 90 Stundenkilometer. Die Aussichten von Donnerstag bis Samstag. Am Donnerstag sind vielerorts sonnige bis wolkige Abschnitte. Es werden 12 bis 17 Grad erreicht. An der Nordseeküste ist es stark bewölkt und regnerisch. Dort werden nur 12 bis 14 Grad erreicht. Am Rhein bis 19 Grad. Am Freitag ist es in Norddeutschland weiter bedeckt und es herrscht auch Schauerwetter. Es ist leicht stürmisch an den Küsten. Sonst ist es recht sonnig bei 16 bis 21 Grad, unter dichten Wolken nur 14 bis 17 Grad. Am Wochenende ist es sonnig bis wolkig. Nur am Sonntag kommt es von Nordwesten bis nach Tschechien ein bisschen nasser. Dort werden nur 15 bis 17 Grad erreicht. Sonst werden 15 bis 23 Grad erreicht. Am Samstag werden 16 bis 25 Grad erreicht. Und dies ist ein wahrer Gruß vom goldenen Oktober. Wie es dann in der zweiten Oktoberhälfte ausschaut, beziehungsweise in der zweiten Oktoberwoche, ist dann die KW 41. Das sehen wir dann nächsten Sonntag. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Feiertag. Genießt gegebenenfalls die Herbstferien und ciao.